Ich weiß es ganz genau. Es war tief im Winter. Der Frost hat etwas nachgelassen und überall hingen die Eiszapfen. Die Maschinen waren noch in der Zeit gefroren. Der Raureif hatte sich auf das Metall gelegt. Sie blickten etwas vorwurfsvoll und irgendwie ratlos. Es war ganz still, nur ein ganz leises Knirschen zieht feine Risse in das meerblaue Eis. Nein, nein, es war ganz anders. Es war im Sommer und die Luft erfüllt vom Sein des Lebens. Alles war in Bewegung, die Wellen rauschen, der ewige Kreislauf des Organischen ist im vollen Gange. Nur die blauflügelige Prachtlibelle hält kurz inne und beobachtet die Szene. Ich sitze im Auge des Orkans einer Berliner Kneipe und kritzele. Die Feder zieht Muster in die Fläche, Indigo legt sich beruhigend darüber. Wann werden endlich die Striche zum Zeichen? Wann beginnt die Farbe zu leben und erzählt? Erzählt nichts, sondern ist einfach Gefühl, strahlendes Erinnern oder sanftes Berühren. Da ist das Chaos, das sich zu einem Rhythmus erfindet. Geritzte Hieroglyphen strukturieren den Schmerz und die Hoffnung. Es ist eine Begegnung der spontanen Geste mit der zensierenden Erfahrung. Und immer der Mut zum Fehler, zum Verzeichnen, zum Zerstören. Gerade das Falsche, Absurde, Outsiderartige ist es, was zu einem neuen Bild führt. Es ist niemals die lineare Geschichte, die Gewissheit. Es ist immer etwas dazwischen. Zwischen dem Traum, der Kraft des Organischen, der Hass der Maschinen und dem unausweichlichen Scheitern. Wären dann nicht deine braunen Augen, die nächtliche Begegnung mit dem Fuchs auf der Straße oder der in sich ruhende See? Ich verstehe die lange Reihe derjenigen, die sich bemühen, etwas zu hinterlassen, was dem Gewöhnlichen, Banalen entspringt und doch ein kleines Verrücken des Kontinuums bewirken kann. Das Volumen eines weiblichen Beckens regelt sich verdreht in der verletzlichen Taille. Eine Schweizer Uhr wird langsam aufgezogen. Zwei Kuben drehen sich langsam zueinander. Ich höre die Zahnräder knirschen, das warme Blut pochen, wie das Ganze in Stein festhalten. Moos wird weich, die Bruchstellen heilen. Schmetterlingsflügel kleben im Silber. Sie verharren im Polyacrylblock. Der zarte Anstoß für die Veränderung der Welt wird ausbleiben. Wir müssen es doch mühsam selbst tun. Wie das plötzliche aufblühende Lächeln erhalten. Wie ruhig atmend auf eine lichtbeschienene Lichtung gehen, ohne zu denken. Der Blick gleitet über die Landschaft, gespannter Linien. Unter der Oberfläche spürt man das harte Gestänge der Konstruktion. Man hört, wie rauschend das Wasser in der Tiefe verschwindet. Spürt das ewige Heben und Senken, die Verschiebung der tektonischen Platten. Ich liebe es, wie sich eine Form in die andere verwindet. Eins sein mit der Welt, einfach nur da sein. Da ist diese wartende Kraft der Bewegung, die Möglichkeit, dass das Bedrohliche erwacht. Wie ein Sonnenschatten läuft ein Gedanke über das Gesicht des Mädchens. Er hat kein Ziel, und verschwindet, sich noch einmal umwendend, hinter ihren Augenbrauen.